Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte von Thüringen 2. Wir machen gerade extra gut. Wir versuchen ein bisschen zu verteilen, zu verdichten. Unsere intelligenten Fahrer von Coolplay fahren den Mist hier ran. Und ich versuche ihn ein bisschen zu verteilen. Ob es gut klappt, werden wir sehen, wenn die Folge zu Ende ist. Beziehungsweise wenn die Aufnahmereihe zu Ende ist. Es wird mich einen schönen Schwung Arbeit geben. Ups. Schaut nur voll. Schlecht. Oh, eine Krise. Der nächste Wilde kommt. Ich habe das mit Abkippen an der Stelle gemacht, weil das erste Mal ist er durchgefahren und hat im Prinzip den ganzen Mist natürlich auch über die Hälfte rausgefahren. Und das war dann gar nicht gut. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das halbwegs steckt den Verkehr fest. Na, das hat so viel drauf gemacht. Ja, so ist gut. Bisschen da war ruhig mal. Ups. Nase juckt. Ja, so versteckt ist ungünstig. Da muss man gleich rüber zwitschen. Schauen wir gleich. Natürlich immer ungünstig, wenn die LKWs und Traktoren sich so dermaßen blockieren. Am besten noch streiten, wer kriegt was zuerst. Natürlich ist er hier vorne nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir jetzt hier quer reinfahren. Ich wollte eigentlich meinen Außenkurs behalten. Den Schaden ist bei 2,7. Sollte eigentlich eine Ernte reichen. Ein bisschen speichert er in sich. Sollte auch tun.
typisch. Will ja nichts sagen, ne? Aber das ist jetzt. Ja, die erste Runde ist immer bescheiden. Anführungszeichen, also. Ja, erst die Vorderräder und dann stehen bleiben. Liegt aber auch daran, dass es im Prinzip am Feldrand ist und dass die im Grunde nicht wissen, so recht, wie sie fahren sollen. Den machen wir jetzt entsprechend Abfahrkippe automatisch. Abfahrer wegschicken. Jetzt kommt der Fendt. Wieder ein bisschen zu sich dicht zusammen, die Jungs. Ne? Ne, 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 ne. Unsere Hauptaufgabe kümmern hier. Verdichten und verteilen erstmal. Verteilen. Verdichten können wir immer noch im Fluss. Und den Mist hier aufsammeln hier. Beeilen. Der nächste Tag wird voll. Da haben wir zwei Fahrzeuge, die uns gut bedient. Also damit ist. So. Das muss hier nicht hundertprozentig sein. Das Wichtige ist, dass für die Fahrzeuge, für die Traktoren so gut ist, dass die rübergefahren kommen. Ne? Dass sich hier kein großer Berg bildet. Haben wir eine Lohnzahlung. Das gibt viel, viel Mais, sag mal so, ne? Verteilen. Oh, der nächste Übeltäter. Machen wir schnell zurück. Die kennen da kein Patron, die kennen keine Freunde hier. Den Chef kennen sie auch nicht. Ah, haben wir gefahren heute, ne? Ja, ja. Da muss ich ein bisschen mehr flacher machen, die Dinger, die Hügel.
Es gibt Probleme. Ich freue mich auf den Tag, wo wir hier in den ganz zielanischen Silo fahren können. In die BGH. Können wir schön verdienen. Ich finde das zwar etwas unrealistisch, was die Summe angeht, die man verdienen kann. Aber im Grunde ist ja auch eine Förderung vom Staat, ne? Beziehungsweise vom Stromkunden. Oh, Silo ist voll, meine Schaufel ist voll. Und den verteilen. Zurückfahren. Das ist nicht fair, die haben wir dann gleich im Weg vorne. Kann er schaffen. Vielleicht mal, was hier reingeht. Viel. Und wir haben schon gut verdichtet, ne? Also das mal dazu sein, ne? Ein bisschen fahren wir raus. Und wir fahren mal dahinter. Fahrzeug, falls sie noch stecken bleiben, dann gebe ich denen einen kleinen Schubs. Und da die alle mit Breitreifen fahren und mit schwerem Gewicht, sind Acker sind schlecht. Also wenn hier Modus wäre, ein Acker mit Verdichten und so, wäre das ganz schlecht. Aber ist ja nicht der Fall. Das wäre nämlich ganz ungünstig, weil nämlich die Felder stark verdichtet wären. Und das wäre mir nicht so schön. Weil die Erträge entsprechend weniger wären mit der Zeit. Ja, mit dem Aufräumen von der ersten Fuhre. Der erste Rad und die Steuerung ist noch nicht mein Fall. Na, schon wieder fest. Unsere Fahrer sind nicht ganz sauber. Ah, hier in der Kurve ist ungünstig. Muss ich schimpfen. Weil ich will die Traktoren nicht rausnehmen aus dem Kurzleben, weil dann ist meistens. Ja, wie voll ist der Ammel? Was voll.
Ja, nicht so einfach. Ja, genau, immer Allrad einmal, ne? Bisschen mehr Schräge nehmen. Es wird schon schwierig. Wir müssen die Spitze abnehmen. Bisschen mehr. Na, so viel nicht. Gleich das Wichtige. Eine Art Rampe schaffen. Immer weg, das ist dann störend. Der Teiler wäre nicht schlecht, glaube ich. Das ist immer ein Nachteil, wenn er so stark runtergeht, ne? Und gleich auf. Ups. Sind ja fix hier, Jungs. Mädels hier. Verteilen.
So, liebe Schauer, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Geht euch gleich die Zeit. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao. Und hört und sieht ihr zur nächsten Folge, hoffe ich jedenfalls. Heute, wenn ich weiß. Dann noch fürs Reinschauen, fürs Abonnieren. Und kommentieren, liken und dergleichen. Dann sagt mal Tschüss.